Özcan Mutlu, Bundestagsabgeordneter und Kandidat für die Grünen in Mitte. Sozial, direkt, gerecht. Seine Schlagworte für den Bundestagswahlkampf. Sie sind für den Grünen mit türkischen Wurzeln nicht nur Programm, sondern gerade auch Überzeugung. Frank Steffel ist Bundestagsabgeordneter und Kandidat für die CDU in Reinickendorf. Der markante Christdemokrat setzt sich seit Jahren für den Sport, das Ehrenamt und die Belange des Bezirks im Bund ein. Er steht für klare Kante und Politik mit Leidenschaft. Beide sitzen im Sportausschuss des Deutschen Bundestages und treffen nun außerhalb des Plenarsaals aufeinander im Streitgespräch im Kastanienwäldchen direkt an der Grenze zu Mitte und Reinickendorf. Erleben Sie in den folgenden Minuten einen politischen Schlagabtausch der besonderen Art. Ehrlich, direkt und ganz nah dran. Steffel gegen Mutlu. Na, mein Lieber. Und Kandidatenduell liegt eine Woche zurück, eine Woche ist noch vor uns Wahlkampf. Wie fandst du es? Naja, das war ja ein richtiger Schlafwagenwahlkampf und Schlafwagenduell. Beide haben nicht angegriffen, viel zu lange über die Türkei geredet, viel zu lange über Flüchtlinge. Die AfD hat sich gefreut, das war ihr Thema. Ich habe es bedauert, dass eben Themen wie Bildung, wie Digitalisierung, Klimawandel, all das sind wichtige Themen, ja. Das ist nicht rangekommen. Renten, Mieten. Und das habe ich sehr bedauert. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, zu sehen, was passiert hier. Ja? Wo geht der Wahlkampf hin? Was ist das Konzept der Partei A oder der Partei B? Und diese Chance haben meiner Meinung nach beide Kandidaten einfach nicht genutzt. Naja, nun kannst du nur die Fragen beantworten, die gestellt wurden, fand ich. Aber ich fand Schulz überraschend defensiv. Ich meine, die Stimmung war so, ja, der hat zwar angegriffen, aber ich finde, er hat die Chance nicht genutzt. Er hätte wahrscheinlich mutiger sein müssen, dass Merkel so ist, wie sie ist, sachlich, detailliert, präzise, nüchtern. Das wissen die Menschen, das schätzen viele, andere kritisieren es. Schulz hätte mehr daraus machen müssen, denn er ist ja in einer sehr defensiven Rolle insgesamt, wenn man die Umfragen sieht. Ja, aber du musst dich ja freuen, dass er nichts daraus gemacht hat. Alle haben gemeint, beim Duell wird die Kehrtwende schaffen, aber er war nicht nur defensiv, er war auch sehr oberflächlich. Das Einzige, wo er ein bisschen nach vorne geprescht ist, war das Thema Türkei. Und dann sagte er, wir wollen die Beitrittsgespräche mit der Türkei abbrechen. Ich sage, guten Morgen, es laufen gar keine Beitrittsgespräche, seit Monaten nicht mehr, die sind auf Eis gelegt. Und auf der anderen Seite, Merkel mit der Türkei anzugreifen, ist wirklich ein bisschen dumm, finde ich, weil sie war nie für den Beitritt der Türkei in der EU. Für sie war das einfach nur ein Überbleibsel der alten Regierung, die sie dann Pacta sunt servanda weiterführen musste. Da kannst du Merkel nicht angreifen. Naja, und im Wahlprogramm der SPD steht noch das Gegenteil. Aber nun, das kommt noch dazu. Ja, aber ich meine, insgesamt, mich freut es bedingt. Natürlich freut mich, dass das für uns sich danach die Umfragen und die Stimmung offensichtlich stabilisiert hat. Aber dieser totale Niedergang der SPD ist auch etwas, was mich sorgenvoll macht. Wenn du jetzt die Umfragen vor ein paar Tagen anschaust, 2021, 22%, das ist ja fast keine Volkspartei mehr. Und im Gegenzug hat die AfD in den Umfragen über 10%. Das wird, wenn es so kommt, die stärkste Oppositionskraft, die keine Antworten hat, nur kritisiert, nur destruktiv ist und häufig eben sehr, sehr am rechten Rand mit dumpfen Parolen fischt. Mich macht das ein Stückchen sorgenvoll, das muss ich auch mal sagen, unabhängig vom Ergebnis. Wir wollen nicht jetzt zu viel vorwegnehmen, aber ich habe wirklich Sorge, dass sich in der Republik gerade was ändert. Also mir graut es davor, dass diese Partei in den Bundestag einzieht als drittstärkste Fraktion. Wir kämpfen um den dritten Platz, sind noch einige Tage bis zur Wahl. Ich hoffe, wir können das noch umreißen. Aber ihr auch nicht aus dem Quark kommt. Ja, ihr habt auch kein Thema, wo man sagt. Aber zurück zur AfD. Also man muss sich mal vorstellen, da gibt es Spitzenkandidaten von der AfD und Spitzenpolitiker von der AfD. Der eine sagt, man müsse eine deutsche Staatsbürgerin, gebürtige Hamburgerin, die auch noch im Kabinett sitzt, in Anatolien entsorgen. Das ist Nazi-Jargon. Die Nazis haben Menschen entsorgt. Da gibt es einen Spitzenpolitiker von denen, der sagt, das Holocaust-Mahnmal in der Hauptstadt ist eine Schande für Deutschland. Also wer nach diesen Sprüchen immer noch für diese Partei Sympathien hegt, ich kann das nicht verstehen. In Deutschland gibt es eine konservative Partei. Das ist die CDU. In Bayern ist es die CSU. Wenn du schon unzufrieden bist und konservativ bist, hast du eine Adresse, wo du hingehst, aber nicht zu den Nazis. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wir kommen nicht aus dem Knick, das stimmt. Irgendwie ist es auch schwierig zu verstehen.
Wir haben gerade Überschwemmung überall in der Welt. Ja, der Hurricane Irma rast gerade auf Florida zu. Letzte Woche der andere Hurricane, der hat hunderte Städte verwüstet. Und du hast auf der anderen Seite Kinderarmut in Deutschland. Du hast Gerechtigkeitsfragen, Bildungsungerechtigkeit. Ich bin Bildungspolitiker, ja, unsere Schulen sind marode. Es gibt nicht genug Lehrer, es fällt Unterricht aus, etc., etc. Wir sagen das alles. Wir sagen beispielsweise 10 Milliarden zusätzlich für Bildung jedes Jahr, damit jedes Kind, egal woher die Eltern kommen, bestmögliche Bildung bekommt. Aber das kommt nicht an. Klimawandel kommt nicht an. Hm. Dieser Skandal ändert in den Umfragen nichts. Das ist sehr, sehr komisch, was gerade in diesem Jahr läuft. Ja, vielleicht liegt es an diesen zwei Zahlen, die ich immer wieder lese. 85% der Deutschen sagen auf die Frage, sind sie selber zufrieden? Haben sie den Eindruck, ihre persönliche Lebenssituation hat sich verbessert? Sagen ja. Dann sagen aber 85% haben sie die Sorge, dass sich das verschlechtert? Haben sie Angst, dass es in den nächsten Jahren schlechter wird? Dann sagen auch 80% ja. Also die Menschen sagen, mein Zustand ist okay. Wir haben Rekordbeschäftigung, wir haben Hälfte der Arbeitslosigkeit, keine Jugendarbeitslosigkeit, wir zahlen Schulden zurück. Es wird eine Menge in die Infrastruktur investiert. Gibt ein paar Probleme, klar, aber im Großen und Ganzen Löhne steigen, Renten steigen, alles okay. Aber bleibt das so? Und jetzt gibt es zwei Antworten. Die einen sagen, wir wählen sehr traditionell, wir wählen beispielsweise eben Merkel und sagen, die hat das gut hinbekommen und so soll es weitergehen. Und dann gibt es einen Teil, Özcan, der Gesellschaft, die erreichen wir nicht mehr. Ja. Ihr als Opposition nicht und wir als Regierung nicht. Die beschäftigen sich vielleicht auch gar nicht mehr damit. Die sagen einfach, aus dieser Sorge, dass sie bei der Globalisierung abgekoppelt werden. Das wird dann auf Ausländer, auf Flüchtlinge, auf vieles übertragen. Und das Absurde ist ja, diese Sorge ist unbegründet. So, wählen wir AfD. Ich habe in keiner Wahlveranstaltung einen AfD-Wähler, wo ich sage, jetzt werbe ich mal um den, jetzt kämpfe ich mal, dass ich den zurückhole ins demokratische, normale Parteienspektrum. Ich habe auch keine FDP-Wähler übrigens. Das ist eine Phantompartei. Die hat Herrn Lindner auf den Plakaten, der sieht aus wie ein Fotomodell. Armani-Werbung. Kein Thema und nimmt auch in den Umfragen zu. Hatten wir übrigens schon mal. Ich 2005 bis 2009, große Koalition. Damals kam dann die FDP, hat gesagt, wer die große Koalition weghaben will, muss FDP wählen. Dann haben die 15% bekommen und wir hatten 4 Jahre lang eine selbstbewusste, aber chaotische FDP in der Regierung. Also wir haben jetzt kriegen die wieder ein gutes Ergebnis und schütze die FDP vor einem zu guten Ergebnis. Aber siehe doch in NRW, da haben sie ein gutes Ergebnis bekommen. Da war Lindner selber Spitzenkandidat. Direkt nach der Wahl hat er gesagt, hasta la vista. Und dann sind sie in der Regierung in NRW und machen jeden Murks mit, wollen jetzt Studiengebühren einführen, subventionieren die Kohle etc. etc. Also wer wirklich diese One-Man-Show Lindner, die sich FDP nennt. Ja, nennen wir mal einen zweiten. Wen schicken die in ein Kabinett, wenn sie regieren? Es geht doch nicht mal um einen zweiten, sondern welches Thema? Ja. Was besetzen die? Das ist ja ein Hammer. Aber ist ja bei der AfD genauso. Das sind beides virtuelle Parteien. Die existieren nur in den sozialen Netzwerken. Die siehst du nicht auf der Straße. Die siehst du nicht bei den Veranstaltungen. Bei mir war auch die Beatrix von Storch, die ist meine Gegenkandidatin, nirgends zu sehen. Im Gegenteil, im Netz schön immer poltern, aber sich nicht den Bürgern stellen, sich nicht den Gegenkandidaten stellen. Ich habe meinen Gegenkandidaten, glaube ich, einmal ein paar Minuten gesehen. Ich kenne den gar nicht von der AfD. Aber die werden auch nicht deshalb gewählt. Ich glaube, wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen und müssen sagen, was können wir tun, um die AfD-Wähler zurückzuholen, und zwar möglichst in den nächsten 10 Tagen. Ich vermute mal, in 4 Jahren wird sich das ändern. Da werden die Leute merken, dass die auch im Bundestag nichts bewegen. Im Übrigen wird es Regierungsbildung schwierig machen. Das wird eine schwierige Legislaturperiode und vielleicht keine gute für Deutschland. Noch haben die Menschen die Zeit, mal darüber nachzudenken, was eine Stimme auch anrichten kann übrigens. Du, der Professor Dr. Lammert, unser Bundestagspräsident, der hört ja leider auf. Der war ja die letzten 12 Jahre Bundestagspräsident und ich finde, es ist absolut bedauerlich, dass dieser Mann nicht mehr dabei ist, weil jetzt brauchst du einen starken Bundestagspräsidenten, der wirklich auch mit Fachwissen, mit Tiefe, mit Autorität, er ist eine Respektperson gewesen, und zwar parteiübergreifend. Und zwar bei allen, parteiübergreifend. Dass so eine Person fehlt, der auch diese AfD, die wirklich auch im Bundestag poltern wird, die werden ja den Bundestag als Bühne missbrauchen. Die werden jeden Mist, den sie jetzt auf irgendwelchen Dorffesten verbreiten im Bundestag, in diesem wichtigen Haus, in dem hohen Haus der Demokratie, werden sie das tun. Und wird es schlimmer machen. Das wird die Republik spalten. Und deshalb müssen wir Demokraten
immer wieder mantramäßig sagen, Leute, ihr mögt unzufrieden sein. Und ihr mögt vielleicht uns als klassische Parteien einen Denkzettel verpassen. Dann gibt eine Enthaltung ab oder ähnliches. Aber denkt nicht, dass ja, man finde, die Antidemokraten wählt, um das System zu verbessern. Ich glaube, AfD sind Antidemokraten. Wählt das kleinste Übel. Also das ist das, was ich immer sage. Es gibt ja ein Angebot. Ja, wählt meinetwegen dann auch die Grünen, na klar. Wählt Parteien, wo man einfach weiß, sie haben auch eine Verantwortung, wenn sie im Parlament sitzen und sind nicht nur destruktiv dabei. Also mein Appell an die Wähler ist einfach, bedenke das Ende. Überlegt euch wirklich, was passiert in einer 6-Parteien-Demokratie. 6 Parteien im Parlament sind mal generell nicht gut. Das ist noch nicht ganz Italien, aber auf dem Weg dahin. Ja, es muss nicht per se schlecht sein, aber wenn so eine AfD da drin sitzt, wird es absolut schlecht und problematisch. Ich meine, du hast es ja gesehen jetzt letztens in dieser Talkshow, wo die Weidel, die Spitzenkandidatin der AfD, hat das Argument von Andi Scheuer. Also der ist wirklich nicht links oder kommunistisch oder grün. Der Typ ist ein Erzkonservativer und der hat da argumentiert und das hat ihr nicht gepasst, weil sie keine sachliche Argumentation gegensetzen konnte, ist einfach rausgegangen. Das heißt, das, was sie da an Parolen verbreiten, wenn man sie greift und dann sagt, aber das ist so falsch, was du sagst, dann hauen sie einfach ab. Das sind doch keine ernstzunehmenden Politiker. Und ich hoffe, dass die Bürger das kapieren bis 24. Also ich werbe noch um jede Stimme. Ich muss sagen, wir tun jetzt so, als ob es schon so wäre. Na klar. Natürlich. Also wir haben jetzt noch eine gute Woche. Und ich glaube, man muss den Menschen jetzt auch noch mal sagen, bedenkt, wir reden hier über Deutschland. Wir sind ein wichtiges Land in einer sehr unruhigen Welt. Dem Land geht es im Großen und Ganzen gut. Und jetzt lasst uns gucken, was können wir besser machen. Aber wir brauchen auch eine gewisse Stabilität. Wir brauchen keine Experimente. Deutschland braucht keine Experimente. Das könnte ja ein CDU-Wahlkampfmotto sein. Nee. Keine Experimente. Merkel wählen. Ich bin begeistert. Nein. Es geht jetzt um die AfD. Ja. Also ich finde, man sollte da sehr, sehr aufpassen, was man da am 24. ankreuzt. Ich hoffe, dass die Menschen die Demokraten wählen. Natürlich kämpfe ich für jede grüne Stimme. Aber bitte nicht die AfD. Die wird unser Land nur ins Verderben stürzen. Ohne Schaum vorm Mund.